In einem Land vor unserer Zeit, direkt im Gameware Flagship Store in Innsbruck, sitzt ein Mann wieder für 5 Minutes of Fameware. Und hier ist dieser Mann, Mark Brunner. Hey, hallo, willkommen zurück zu einer neuen Episode, zu Teil 14 von der Episode 5 Minutes of Fameware. Ja, ein paar Versprecher sind sicher lustig. Solange es keine Verbrecher sind. Genau. Auf jeden Fall, willkommen zurück. Die Sonne scheint, es ist heiß, heiß, heiß. Deswegen halten wir uns heute kurz ein paar News für euch. Und zwar, diese Woche oder heute haben wir für euch für die PlayStation 4 Kingdom Hearts versendet. Wurde heute versendet, Release ist am Freitag, ihr solltet somit alle pünktlich zu Hause haben. Für meinen Kameramann, ihr seht mal kurz, welche Teile alle enthalten sind. Für alle Liebhaber ein Must-Have. Was gibt's noch Neues? Und zwar Persona 5 bereits in Anlieferung. Wenn alles klappt, wird es noch diese Woche versendet und sollte natürlich überpünktlich bei euch zu Hause sein. Sind wir gute Dinge. Ja. Collectors Editions, meines Wissens alles ausverkauft. Wir haben aber noch eine ziemlich coole Limited Edition und auch die hat es in sich. So, heute noch zwei Brettspiele möchte ich euch heute noch zeigen. Und zwar Captain Sona, ein Fachhandels-Exklusivspiel. Das bedeutet, das Spiel ist bis 31.06. nur bei uns im Shop in Innsbruck erhältlich, darf nicht online verkauft werden. Was ist es? Es ist Schiffe versenken in, oder für Erwachsene in großer Manier. Am lustigsten ist es, wenn ihr 8 Spieler seid. Man kann es hier sehr gut erkennen. Es gibt einen Captain, es gibt einen Navigator, es gibt einen Funker. Macht richtig Spaß. Zoran probiert es gerade aus und wird hoffentlich nächstes Mal ein... Ja. Aber wenn er es gerade ausprobiert, sollte er nicht arbeiten? Soran haben wir heute schon heimgeschickt, mittags schon. Wobei, er arbeitet zu Hause. Ich glaube, er kratzt Tapeten von den Wänden. Also er Wer hat denn heutzutage noch Tapeten? Er hatte Tapeten. Ja, auf jeden Fall soll es ein sehr lustiges Game sein. Gerade eben für 8 Spieler super geeignet. Jeder schlüpft in seine Rolle und ja, also ich freue mich darauf, das Spiel auch mit Soran spielen zu dürfen. So, dann zeige ich euch noch ein ganz cooles Spiel. Escape Rooms sind ja im Moment total in. Auch bei uns hier in Innsbruck gibt es schon 2 oder 3 verschiedene, teilweise immer ausgebucht, immer voll. Und zwar habe ich mir heute ein Spiel gegönnt. Unlock Escape Adventures. Soll auch ein richtig cooles Game sein. Ich zeige es euch mal ganz kurz. So, Schachtel auf. So. Und zwar, hier sind 3 kurze Geschichten enthalten und ein Tutorial. Zu dem kommen wir gleich noch. Die Geschichten, um was es geht, kann ich euch gleich auch noch sagen. Was mir an dem Spiel so gut gefällt, ich bin ja sehr, sehr lesefaul, gerade bei Brettspielen und bei Bedienungsanleitungen. Aber ich lese euch jetzt trotzdem was vor. Ihr könnt das Tutorial spielen, bevor ihr die Spielregeln komplett gelesen habt. Nehmt den Kartensatz des Tutorials oder des gewählten Abenteuers und folgt einfach den Anweisungen. So, genau das mögen wir. Dieses Spiel lässt sich übrigens nicht ohne App spielen, also müssen wir noch dazu sagen. Und zwar starten wir mal das App. Das Spiel ist von den Space Cowboys. Einsteigen. Sprache wählen und hier das Tutorial, wir könnten es sofort spielen. Das ganz coole an diesem Spiel, das Tutorial, diese 10 Karten, die ich hier habe, könnt ihr auf der Homepage von Space Cowboys kostenlos runterladen und das Spiel somit testen. Ihr habt 10 Minuten Zeit, um diese Aufgabe zu lösen. Wenn euch das Spiel gefällt, unbedingt zuschlagen. Ja, wenn man es nicht in 10 Minuten schafft, explodiert dann das Telefon? Nein, das nicht, aber ihr habt natürlich die Möglichkeit, das nochmals zu spielen oder zu probieren. Und das Telefon explodiert ganz sicher nicht? Nein,
Wo ist denn der Spaß dran? Aber es gibt irgendein Telefon, das explodiert anscheinend regelmäßig. Auf jeden Fall zeige ich euch noch, es gibt nach dem Tutorial die drei Geschichten. Einmal ist es die Formel. So, und zwar erkläre ich euch das ganz kurz. Ich glaube, ich muss jetzt selber nochmal schauen, die Formel war, genau, hier müsst ihr eine Formel aus einem Labor klauen oder schauen, dass ihr sie findet. Ihr habt 60 Minuten für das Abenteuer Zeit, wie auch für die anderen, also immer 60 Minuten. Solltet ihr in dieser Zeit nicht schaffen, keine explodierenden Handys, keine explodierenden Tablets oder sonstiges Sachen, wo euer App installiert ist. Das ist ja überhaupt nicht wie bei Mission Impossible. Ja, und zwar dann das zweite Abenteuer, die Mausefalle. Ein Cartoon soll auch ziemlich witzig sein. Und bei dritten Rätsel, hoppala, gut, dass es mein Spiel ist. Geht es um die Schwerkraft? Nein, und zwar seid ihr auf einer Insel von einem sehr reichen und müsst meines Wissens denn schaffen abzuhauen. Aber... Und entkommt seinen Fallen, ist der richtige Wortlaut. Hier seht ihr es nochmal. Hier könnt ihr in der Mausefalle, das zweite Abenteuer, vereitelt den teuflischen Plan des schrecklichen Professors. Der Pinky, der genau. Pinky und der Brain. Erinnert schon sehr, sehr stark danach, ja. So, ja, ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ich komme heute Abend dazu zum Testen, werde euch danach oder nächstes Mal mehr berichten. Musst du nicht Zoran bei den Tapeten helfen? Nein, er zahlt zu wenig. Oh. Hatte keine Lust. Okay. Ich bin zu teuer. Was? Freunde? Nein, nein, kein Freundschaftsdienst. mein Motorrad geht wieder. Das Wetter passt, ich gehe lieber Motorrad fahren. Ja, somit... Das war's von heute. Freut euch auf die nächste Episode. Auch wir freuen uns wieder. Bis nächstes Mal. Viel Spaß. Winke, winke. Tschüss.